Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten diese Mission sehr, sehr knapp abgeschlossen. Die Rückkehr des jungen William. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt direkt mal weiter mit der zweiten Mission der Britenkampagne. William, Herzog der Normandie. Alles klar. Der geile Erzähler wieder. Jolie, der Hofnarr, erschauerte, als er das Haus in Bayeux verließ, wiewohl heute Abend nicht nur ein kühler Hauch in der Luft lag. Ein Aufstand gegen seinen Herrn William, Herzog der Normandie, lag in der Luft. Gollet wusste nicht mehr lange und die Verschwörer würden handeln. Trotz König Heinrich von Frankreichs treue Schwur war der Ausgang für William ungewiss. Gollet zog den Mantel enger und ging zum Stadttor, um schnellstens zu seinem Herrn zu kommen. Er blieb stehen, als er Stimmen aus einer nahen Gasse hörte. Die flüsternde Unterhaltung kam ihm, zumal um diese nächtliche Stunde, alles andere als unverdächtig vor. Gollet näherte sich neugierig dem Klang der Stimmen. Aha. Okay, also ein Aufstand gegen den Nebenherrn William. Okay, Leute, begleiten Sie Williams Hofnarr Gollet. Gollet, ich nenne ihn Gollet, auf seinem Heimweg von Bayeux. Ja, Bayeux, meine Güte. Ja, das ist alles ein bisschen französisch, deshalb, ja. So, Geschichte. Ja, das ist gar nicht mal so viel wie sonst. Tipps, haben wir hier noch ein paar Tipps. Die Wache werden in Verkleidung getreten. Suchen Sie, bis Sie eine gefunden haben. Okay, da würde ich mal sagen. Jo, machen wir es mal. Gehen wir die zweite Mission der britischen Kampagne mal an. Ein schöner Tag in Bayeux, doch nun muss ich zu Meister William zurück. Doch halt, was sind dies dort für Flüsterstimmen? Und ruf die Männer schnellstens zusammen. Wir müssen handeln, solange William in Valognes ist. Es soll erledigt werden. William wird den Morgen nicht mehr sehen. Eine Verschwörung gegen meinen Herrn, wie befürchtet. Ich muss vor den Tätern nach Valognes. Ah, okay, also ein Verrat. Gut, was muss ich jetzt machen? Verhelfen Sie Gollet zur Flucht aus Bayeux und helfen Sie ihm, Valognes zu finden. Damit der William von der Verschwörung berichten kann. Okay, Leute, dann kann ich hier nochmal ein bisschen was verteilen. Ich würde mal sagen, was haben wir denn hier? Bürger? Mehr aushalten, oder? Nee, warte mal, Bogenschützen... Wo sind die Schwertkämpfer? Infanterie-Schwertkämpfer hier. Kostensenkung, Trefferpunkte, dass sie mehr aushalten. Das ist doch mal ganz gut. Okay, aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Natürlich. Natürlich. Boah, wie läuft denn der? Natürlich. Karnevalsprinz hier. Schau dir mal wieder. Wie läuft denn der, ey? Natürlich. Der läuft ja wie so ein. Ach du Scheiße. Wie läuft der? Naja, gut. Egal, Leute. Irgendwo muss ich hier raus. Gebt Acht zu dieser späten Stunde. Die Straßen können gefährlich sein. Okay. Muss also hier raus, ja. Ah, ich muss da hinten hin. Alles klar. Okay, dann. Natürlich. Wie der läuft, ey. Oh. Wohin ist Wegs zu dieser späten Stunde? Mein Herr William ist in Gefahr. Ich muss nach Valognes ihn warnen. Wahrhaftig? Ich fürchte, das wird dir nicht gelingen. Wir dulden keine Einmischung in unseren Plan. Oh, okay. Schafft er die? Der schafft die gar nicht, oder? Boah, doch, okay. Oh, alles klar. Wow. 121 nur noch. Das war aber, glaube ich, so gewollt. Was Boah, speichert das mal, Lärm? Ey. Oh. Es kommt scheins von Norden. Ich sollte wohl nachsehen. Natürlich. Schlimmer Lärm, okay. Was? Ach du Heilige. Okay. das würde ich sagen, speichere ich erstmal unter Frieden. Boah, das war ja gerade ganz schön knapp, ne? So. Natürlich. Dieser geilen Marschiermucke, ey. Was haben wir? Nein, 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 nein. Das schaffe ich doch nie im Leben.
Das schaffe ich nicht, Leute. Ich muss hier durch. Das schaffe ich nicht, oder? Ja, ja. Und mit ihm die Hoffnung, dass William noch lebt. Ja, das ist okay. Spiel laden. Laden. Da muss ich da irgendwie anders rein. Natürlich. Ah, Punkte nochmal? Ah, nee, okay. Da muss ich da irgendwie anders rein. Wie soll ich das denn machen mit 121 Hitpoints? Hier oben, hier ist was. Ah, was ist das denn? Ein Wolf, der eine Ziege gerissen hat. Doch seht, ist das eine Truhe? Ah, was haben wir denn da? Ja, eine Truhe. Zweifellos von einem unachtsamen Reisenden. Und seht nur, ein glänzendes Schwert und Verbandszeug für mich. Oh, sehr, sehr gut. Der macht jetzt richtig viel Schaden, Leute. Sehr, sehr gut. Truhe. Ja, zum Glück, ey. Zum Glück, wirklich. Weil das hätte ich sonst nicht geschafft. Ohne Scheiß. Okay, dann können wir den ja jetzt an den Kragen gehen hier. Boah, das sieht doch schon anders aus. Schaut euch das an. Oh, geil. Zack. So einfach, ja. Alles klar. Ja, da gehen wir jetzt auch rein. Oh. Fort. Kein Mann Williams darf die Stadt betreten oder verlassen. Okay. Alles klar, dann gehe ich mal hier lang. Ich glaube, das war so eine Sneaky-Mission, ja. Genau. Schaut mal. Ich bin Golee, Lord Williams Diener. Ich muss dringend nach Valogne, doch die Wachen stehen im Dienste der Feinde meines Herrn. Ob ihr wohl Gewände als Verkleidung für mich hätte? Ei, hab ich. Williams Leuten helfe ich jederzeit gern. Kommt in meine Bauernkarte, ich gebe euch eine Verkleidung. Geil. Cool. Habt Dank, werter Sir. Mit dieser Verkleidung schaffe ich es in die Stadt. Cool. Wir sind als Bürger verkleidet. Oh Mann. Golee. Ja, krass. Geil. Okay, das Was ist natürlich... Was hast du in der Stadt zu schaffen, Bauer? Mein Vater ist sehr krank. Ich bin weit gereist, ihn zu besuchen. Ich bitte euch, lasst mich durch. Na gut, du kannst durch. Diese Typen, ey, wirklich. Die nerven. Gut, alles klar. Hier ist Normandie. Und hier ist, glaube ich, der William. Oh, wie cool. Wir haben uns zweimal verkleidet. Wie geil. So. Was ist jetzt hier? Alles klar. Sehr schön. Steht auf, William. Meuchelmörder sind auf dem Weg. Wir müssen schnellstens aus der Stadt. Aha. Noch akzeptiert nicht jeder, dass ich der Herzog bin. Ich verdanke dir mein Leben, Golee. Wir fliehen nach Falaise, doch zuvor müssen wir Valogne heimlich verlassen. Jetzt, wo ich bei William bin, brauche ich diese Bauernfetzen nicht mehr. Okay. Ah ja. Okay, wie sollen wir jetzt hier raus? Unbemerkt. Okay. Begleiten Sie William sicher nach Falaise. William muss überleben. Na toll. So, Leute. Kavallerie, Schwertkämpfer. Haben wir da irgendwas, was wir da... Ja, Angriff. Trefferpunkte, sehr gut. Die brauchen wir. Sachsenhunde. So, aber wie sollen wir denn jetzt hier raus? Ich glaube, hier war so ein Waldstück, oder? Ah, genau, hier war es. Hier ist ein Waldstück. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Hätte ich nicht eben hier auch rein können? Egal. Das ist auf einmal offen. Okay, William muss überleben. Das heißt, hier kommen Kämpfe. Okay, Leute. Falaise ist ja hier. Okay, was kommt jetzt? Hallo, König William ist da. Wir lassen uns durch. Ach, Quatsch. Hier unten. Ach du Scheiße. Da unten. Okay. Ja gut, alles klar. Dann aber bitte nicht diese Wachen da.
diese Rebellen. Bitte nicht, ey. Die sind so krass, wirklich. Hui. Wie der läuft, der Kollege. So krass. So cool. Ja gut, alles klar. Ich hoffe, dass ich da an denen vorbeikomme, weil gegen die alle will ich nicht kämpfen. Definitiv nicht, Leute. So. Wir müssen also nur da unten zu dem Punkt. Okay, bin ich mal gespannt. Und ja, Leute, hoffe ich mal, dass ich das... Ah, das sind einige. Das sind einige. Aber geht schon. Geht schon, der heilt immer hoch hier. Das geht, Leute. Nein, nein, nein. Jetzt macht den doch kaputt. Warum? So, alles klar. Der William, der heilt sich ja wieder. Ja, ja, der heilt sich wieder. Unbeschadet. Fast. Sehr gut. Ja, sehr gut. Alles klar. Könnte ich eigentlich auch die hier platt machen. Egal. Ich hoffe, dass euch das hier gefällt. Das ist Empire Earth. Eine Sneaky-Mission, ja. Sehr interessant. Mit einem Goulet, der läuft irgendwie, als hätte der... Schau, Goulet, eine kleine Kapelle. Keine Ahnung. Oh. Ich möchte hinein und für eine sichere Reise beten. Ah, okay. Wow, was ist... Natürlich. Was ist mit dem Spiel los? Moment. Muss ich einmal kurz zwischenspeichern? Briten. Und einmal kurz laden. Es tut mir leid, aber der Zoom ist irgendwie Schrott. So. Schon besser, Leute. Wirklich. So, was ist das hier? Kapelle. Natürlich. Ja. Die Gebete haben mich getröstet. Ah. Gott wird uns schützen. Okay. Hört, alles klar. Eine Schar Reiter kommt. Oh. Wir müssen Deckung suchen. Vielleicht genügt ja dieses Gebüsch dort drüben. Das hier? Okay. Dann gehen wir da mal hin. Sachsenhunde, ja. So. Und jetzt? Ah, da. Schön versteckt. Cool. Gewiss waren dies die Meuchler auf dem Weg nach Valogne. Ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, William. Ob du denen wirklich entkommen bist, weiß ich nicht. Weil das waren bestimmt nicht die einzigen. Wenn die sowas planen, hier so eine Meuchelaktion, ist das nicht nur, sind das nicht nur 5 Reiter. Ich bitte dich. Du bist doch intelligent, William, oder? Naja, egal. Auf jeden Fall Sachsenhunde. So, was haben wir hier? Normandie? Eisenzeithäuser. Okay. Was ist das hier? Ah. Ich werde euch jede Unterstützung gewähren. Wäre ich nicht alt, mein Lord, würde ich selbst mitkommen. Doch meine Söhne bringen euch sicher nach Falaise. Seid euch dessen gewiss. Denn sie sind die besten Ritter der Normandie. Ach, wie geil. Guck mal hier. Ritter. Ah, cool. Wir haben Ritter, Leute. Sehr, sehr cool. Für den Thron. Haben wir noch ein bisschen Unterstützung. Sehr schön. Mit meiner Ehre. So genial. Wirklich. Ein Hinterhalt. Vorwärts. Oh. Wir versuchen einen Durchbruch. Wir werden angegriffen. Oh. Ach du Scheiße. Okay. Und zu seinen dort wartenden Anhängern. Okay. Banditen voraus, mein Lord. Und wahrscheinlich zu viele für uns. Uns bleibt nur eine Wahl. Meine Brüder und ich kämpfen, während ihr und euer Diener euch durch das Getümmel schleicht. Dies wird wohl der Abschied sein. Daher viel Glück auf dem Weg nach Falaise. Es war eine Ehre, euch zu dienen. Oh Mann. Okay. Hä? Für den Thron. Hä? Achso, hä? Oh, okay. Ja gut, dann kämpft ihr mal, ja? Ja. Oh, cool. Cool gemacht. Wirklich. Cool gemacht. Gut, dann gehen wir zu dieser Burg da. Was ist das Normandie? Okay. Hi. Wir haben es geschafft. Sehr geil. William, hallo. Gott sei Dank, ihr lebt. Da ihr nun sicher in Falaise seid, können wir weiter gegen die Rebellen kämpfen. Trotz König Heinrichs Unterstützung haben die Rebellen gerade die Oberhand. Wir brauchen mehr Männer. Besuchen wir die umliegenden Städte und werben wir alle an, die den rechtmäßigen Herzog unterstützen.
Sir, die Aufständischen werden jeden Tag stärker. Während wir nicht handeln, dürfte es zu spät sein. Ah, okay, also wieder Einheiten beschaffen. Alles klar, können wir gerne machen. Aber diese Burg, ne? Die hat echt einen Schornstein oben drauf und Glas. Interessant, naja, gut. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir hier nochmal Kavallerie-Schwertkämpfer. Kann ich leider nichts machen. Infanterie-Speerkämpfer. Kavallerie-Schwertkämpfer. Puh. Speerkämpfer, vielleicht sind das ja Speerkämpfer. So. Alles klar. So, was? Ah. Da hinten, alles klar. Reisen Sie über Land und sichern Sie sich die Unterstützung von Williams vielen Getreuen. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Alles klar, die Sachsenhunde hier. So, gut. Coole Mission, ja. Richtig coole Mission. Schön sneaky. Oh. Ach, Moment. Hä? Für den Thron. Muss ich da vielleicht zuerst hin? Keine Ahnung, ja. So, hier oben waren wir doch schon, ne? Hier. Ja, da waren wir schon. Alles klar. Dann würde ich sagen, probieren wir das einfach mal. Einfach hinreiten. So. Auch eine große Map eigentlich, ja. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut nach wie vor. Die Armee der Aufständischen lagert nördlich. Unsere Kraft reicht für einen Sieg nicht aus. Wir müssen zurück oder in den sicheren Tod. Okay. Also nicht dahin. Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Gut, dann gehen wir mal hier rein einfach. Einfach hier. Oh, da ist noch. Ah! Unterstützung anbieten. Scheint, habt ihr uns zuerst gefunden. Sehr gut. Unsere Armee ist größer. Geil. Schwertkämpfer. Sehr schön. Sehr geil. Müssen wir eigentlich noch hier hin, ne? Ganz genau. Oh Mann. Okay. Dann sind wir auch gleich hier angekommen. Hier, was haben wir hier noch? Häuser. Ja gut, Häuser, alles klar. Ich glaube, wir müssen einfach hier hin. Bürgermeister, ich bin William, Herzog der Normandie. Ich bitte persönlich um Hilfe im Kampf gegen die Aufständischen. Herzog, sagt ihr? Doch wieso sollte ich einem Führer ohne Legitimation helfen? Besiegt ihr meinen Recken im Kampf, so habt ihr meine Unterstützung. Okay. Okay. Okay, wir müssen also den Typen da besiegen. Alles klar, dann mach das mal. 1270. Ach, easy. Easy. Schaut euch das an. William gegen Held. Ja, wird knapp, aber es klappt. Schaut euch das an. Geil. So. Der Held ist weg. Ihr seid unserer Unterstützung wahrlich würdig. Zu den Waffen. Für William, den wahren Herzog der Normandie. Und auch meine Waffenkammer gehört euch. Bogen und Schwerter von höchster Qualität sollen euren Männern im Kampf hilfreich sein. Oh. Ja, jetzt auf einmal, ne? Oh Mann. Naja gut, okay. Leute. Was können wir hier noch? Ich glaube, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder hier hin, Leute. Weil ich glaube, wir können dann nämlich nach Norden weiter. Oder? Oder vielleicht hier unten noch ein bisschen was. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall sieht das schon ein bisschen anders aus, ja. Das sieht schon ein bisschen anders aus hier, der Goulet, ey. Wie der läuft. Wie der läuft, ey, wie so ein Besoffener. So viel Met gesoffen, ne? Naja, gut, Leute. Alles klar. Da gucken wir doch einfach mal, was hier noch ist. Was hier noch ist, ja. Vielleicht ist da ja sogar noch was. Schauen wir mal. Alles klar, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Städte gehabt. Cool, ja, viele Städte hier. Ja. Bin ich mal gespannt, ob hier noch was ist. Hier unten.
Für den Thron. Und? Hallo? Wie sieht so aus, ne, dass hier noch was ist? Für den Thron. Oder geht das... Ah, das geht Richtung hier. Okay, alles klar. Oder? Hallo? Für Ruhm und Ehre. Hallo, was gibt's hier? Ja, ich glaube, das geht Richtung Kampf. Okay, alles klar. Ja. Was ist das hier? Ach, das sind noch... Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Mhm. Noch mehr Verbündete. Ich bringe Grüße und eine dringende Bitte von William, dem rechtmäßigen Herzog der Normandie. Er bittet um Hilfe gegen den ruchlosen Aufstand. Wir werden Lord William helfen. Zu den Waffenmänner. Oh, sehr schön. Nun können wir den Aufständischen trotzen. Ziehen wir nach Wallendün, wo König Heinrich sich mit uns treffen will. Wallendün. Okay. Oh, wie geil. Wir haben... Das ist eine richtige Armee. Also das ist ja schon wirklich viel, was wir haben. Was haben wir hier? Treffen Sie König Heinrich und seine Armee in Wallendüne. Wallendün. Ich bitte euch. Gut, speichern wir das Ganze nochmal unter Briten. So. Weiter geht's. Das ist ja schon einiges, ja? Das ist schon einiges, wirklich. Einheitenlimit voll. Wir haben Langbögen. Sehr, sehr gut. Gut. Hier wird die Schlacht dann stattfinden. König Heinrich. Ja, der hat auch was drauf, muss ich sagen. Der hat schon was drauf, ja? Ja, der ist stärker. 19 plus 40. 75. Ja, der ist minimal stärker, ja. Alles klar. Dann gehen wir mal dahin. So, Leute. Dann gehen wir mal dahin. Gibt er uns jetzt auch noch die Einheiten? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Wir sind ja voll. Hallo. So. Och, du Heilige. William. Oh. Meine Männer und ich sind hier, um mit euch gegen die Verschwörer zu kämpfen. Die Aufständischen kommen. Seid bereit. Doch greift erst auf meinen Befehl hin an. Das sind viele. Verdammt viele. Oh. Halt, William. Ihr habt mir gezeigt, dass man euch ernst nehmen muss. Daher sollt ihr meine Treue und meine Truppen haben. Das ist bestimmt ein Verräter, oder? Ist Guy von Bayeux erst besiegt, kapituliert seine Rebellenarmee bestimmt. Der Typ ist doch bestimmt ein Verräter. Oder? Sir Tesson. Die Zeit ist reif, Männer. So, dann los. Mach die kaputt. So, Schlacht. Ui, ja, Schlacht, Leute. Oha, ja. Das sieht schon krass aus, Leute. Das sieht aber gut aus. Oh, schaut euch das an. Richtig gut. Sieht gut aus. Das sieht gut... Oh! Oder? Nein, das sieht nicht gut aus. Was machen die denn da? Ach du Heilige. Guy von Burgund. Ah, scheiße. Okay, nee, dann... Dann werde ich das nochmal laden müssen. William ist gefallen. Alles ist verloren. Shit. Alles klar. Alles klar, Leute. Dann muss ich das nochmal laden. Zum Glück kann man hier speichern. So, kurz vor der Schlacht. Die Zeit ist reif, Männer. Angriff! Angriff. Gut. Das ist aber nicht der einzige. Hier sind die alle. So, mach die ganzen scheiß Reiter im Arsch. So, die Bogenschützen bitte auf diesen Guy da. Guy von Burgund, ganz genau. Mach diesen scheiß König im Arsch. So, wo ist der William?
Boah, ey. Das ist schwer. Das ist richtig heftig. Ist das überhaupt schaffbar? William ist gefallen. Alles ist verloren. Hä? Okay, Leute, das finde ich jetzt interessant. Ich muss die vielleicht abwarten, hä? Die Zeit ist reif, Männer. Angriff! Ja, dann warte die ab. Dann vielleicht einfach nur auf den König, hä? Vielleicht einfach nur auf diesen blöden... Da! Auf diesen König da! Auf diesen Gui von Burgund. Ganz genau. So, einfach nur auf den scheiß König. So, Rebellen. Schaffen wir das überhaupt? Wir kriegen den nicht tot. William ist gefallen. Alles ist verloren. Hä? Also das ist mal knackig. Das ist knackig, muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Okay, dann warte ich die jetzt einfach ab. Die Zeit ist reif, Männer. Angriff! Für den Thron. Mit meiner Ehre. Dann warte ich die jetzt einfach mal ab. Mit meiner Ehre. Gehe jetzt mit den Reitern rein. Ganz genau. So. Und dann jetzt. Da sind nämlich die ganzen Ritter, die sind heftig, Leute. Ey, das reicht wieder nicht. Ey, das ist so heftig. Das ist krass, Leute. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich mal so sagen, Leute. Hä? Das sind eindeutig zu viele. Moment. Da oben sind Bogenschützen. Da können die Reiter mit hin. So. Da oben die Reiter mit hin. Aber das ist doch zu viel. Mensch, wirklich. So, Leute. Jetzt hier die Verlangen oder... Ja. Ey, wie soll ich das machen? Das geht nicht, Leute. Das funktioniert nicht, oder? Oder? So, die scheiß Reiter sind weg, das ist schon mal gut. So, hier der Bulgur da. Burgund. Rui von Burgund. Das könnte klappen, Leute. Das könnte jetzt echt klappen. Seine Führung kämpfen seine Männer nicht so tapfer. Komm. Ja! König Heinrich ist gefallen. Ohne ihn ist die Niederlage sicher. Hä? Och, Leute. Das ist doch nicht wahr. Der Typ ist doch kaputt. Der Typ ist doch umgefallen. Verdammt. Das ist schwer, wirklich. Aber ich hab's jetzt, ja. Ich muss die Reiter mitnehmen hier oben. Mit zu dem Angriff hier. So. Ja, dann. So, dann macht die kaputt. Die Kackbogenschützen da. Okay. Und ihr bitte hierhin. Los. Blöde Könige, ey, wirklich. So, dann hier. Mach die scheiß Ritter kaputt. Da oben ist eine andere Schlacht. Ja, das ist super. So, Leute. Dann. Wo ist der Bulgur? Da ist der Burgund. Genau, Leute. Mach diesen scheiß Burgund kaputt. So, los. So, wo sind die Könige? Hier, okay. Alles klar. So, das sollte doch jetzt klappen. Der Bulgur ist kaputt. Der König ist kaputt, Leute. Haben wir es jetzt? Oh, diese Bogenschützen. Haben wir es? Bitte. Yes, wir haben es, Leute. Wir haben es. Boah. Hiermit erhebe ich euch in den Widerstand. Von heute an soll keiner daran zweifeln, dass ihr der wahre Herzog der Normandie seid. Boah. Da
Das war eine Schlacht, ey, meine Fresse. Krass. Aber wir haben es geschafft. Wir haben diese eine Mission in diese eine Folge gekriegt. Sehr, sehr geil, Leute. Cool. Dann würde ich mal sagen, speichern unter Briten. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, Spielübersicht. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Mission 3, die Schlacht von Hastings. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, jo. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Also tschüss.